Ah, hallo, einen wunderschönen wünsche ich guten Tag. Ich bin Daniel von Nerdstar und hier in unserem Studio in Bielefeld machen wir normalerweise eigene Produktionen. Aber diese Woche steht alles unter dem Stern der Gesellschaftsspiele. Denn die Spiel Digital findet Ende dieser Woche von Donnerstag bis Sonntag statt. Und jetzt, wo ihr hier seid, kann ich euch ja auch einfach mal durch die verschiedenen Sets führen, die wir extra für die Spiele hier aufgebaut haben, um euch eine besonders gute Zeit zu liefern. Und hier befinden wir uns im Main-Set, im Hauptset, im Gesellschaftsspiel-Set. Am Gesellschaftsspieltisch empfangen euch unsere verschiedenen Hosts und bereiten euch eine schöne Zeit von 13 bis 23 Uhr jeden Tag der Spiel Digital, indem sie verschiedenste und etliche Brettspiele hier auf diesem wunderschönen Tisch ausbreiten werden. Danke nochmal an all die Verlage, die uns ihre Spiele zur Verfügung gestellt haben. Es sind wirklich Unmengen angekommen und da ist für jeden was dabei. Ich kann euch ganz kurz mal diesen Tisch hier zeigen. Vielleicht, damit ihr seht, auf was ihr euch freuen könnt. Hier ist meine Hand im Vergleich zum Tisch. Relativ klein, das heißt, da ist auch Platz für die größten Brettspielknaller. Der Tisch übrigens, Fun Fact, von Ratskellers, derselbe, der uns auch letztes Jahr zur Verfügung gestellt wurde. Aber wir wollen natürlich nicht nur spielen, wir wollen auch ein bisschen reden, ein bisschen talken, ein bisschen quatschen über Brettspielthemen. Und das passiert nicht an diesem Tisch, sondern im Talkset, was weiter drüben aufgebaut ist. Kommt mal mit. Das befindet sich nämlich hier direkt neben der Küche, angenehmerweise, weil wenn die Messetage lang sind, dann ist es angenehm, wenn die Wege zur Küche relativ kurz sind. In diesem Set, auf diesen Sesseln, auf diesem Sofa, werden wir die verschiedenen Talkgäste, das sind Autoren, Redakteure, andere Experten, sind alle per Videocall hierhin zu uns zugeschaltet, digital, genauso wie ihr es seid, wie ihr per Chat mit uns interagieren könnt, als der wichtigste Teil dieser ganzen Veranstaltung. Wir wollen natürlich auch hören, was ihr zu Brettspielen sagt, was ihr zu verschiedenen Diskussionen beitragen könnt. Und dazu könnt ihr einfach im Chat mit dabei sein. Mehr bleibt mir gar nicht zu erzählen. Also ich wünsche euch viel Spaß generell beim Brettspielen und freue mich, und das ganze Team freut sich, auf die Spiel Digital 2020.